Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Sword Art Online Integral Factor. Ich freue mich ganz herzlich, dass ihr auch wieder bei dieser neuen Folge eingeschalten habt. In dieser Folge geht's endlich wieder weiter mit meiner Sword Art Online Integral Factor Fanstory. Teil 7 geht's heute weiter. Für die Leute, die sich interessieren, was mit den anderen 6 Teilen ist, die können sich unten in der Videobeschreibung nochmal reingucken, denn da sind alle 6 Teile verlinkt. Schaut einfach mal da unten rein. Und jedenfalls wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Am nächsten Morgen wachte ich in meinem Bett auf. Mein Wecker hatte mich um 8 Uhr aus dem Bett geworfen. Um 9.30 Uhr wollte ich mich mit Silica treffen, damit wir besprechen konnten, wie wir nun agieren würden. Ich machte wie immer mein Morgenprogramm. Besonders ein Frühstück durfte dort nicht fehlen, denn die Kämpfe waren anstrengend und sehr ermüdend, von daher sollte man sich immer schon mal vorher stärken. Denn egal ob Dungeon oder Erkundung, es war wichtig sich vorzubereiten, denn jedes Monster könnte dein letztes sein, um dich zu töten. Besonders war ich jetzt mit einem schwachen Spieler zusammen in einer Gruppe. Das hieß, dass ich nicht nur auf meine Kraftpunkte achten durfte, sondern auch auf die Lebensanzeige von Silica. Ich war aber trotzdem besonders motiviert an diesem Morgen, denn Silica gab mir die Möglichkeit, weiterzuspielen, zu kämpfen und vielleicht Antworten auf meine Fragen zu erhalten. Nachdem ich mich ausgiebig vorbereitet hatte, verließ ich mein Haus von der 50. Ebene. Draußen angekommen, rollte ich mit meinen Augen, denn ich sah, wer dort schon auf mich gewartet hatte. Ich wollte es nicht wahrhaben, dass jetzt ausgerechnet die mit mir reden wollten. Es war niemand anderes als die heiligen Kayaba-Knaben, kurz HKK. Oder wie ich sie gerne nenne, die nervigste Gilde in ganz SAO. Diese Gruppe war besonders speziell und jeder in Sword Art Online kannte sie. Man erkannte sie selbst an ihrer Kleidung. So trugen jeder von ihnen einen weißen Umhang. Meist verdeckten sie ihren Kopf mit einer weißen Kapuze. Alle Umhänge waren mit einem purpurroten Kreuz an der Brust versehen. Und meist standen sie mit zusammengeklappten Händen in der Gegend und beteten zusammen. Ja, diese Gruppe war eine Art Kirche in Sword Art Online, denn es gab auch gläubische Spieler in Sword Art Online. Und diese Spieler wollten zu Beginn des Spiels weiter zu Gott glauben oder zu irgendeinem anderen Gott festhalten und gründeten, als die Tode zunahmen, eine Kirche, wo sie alle zusammen beteten. Damals hatten sie noch nicht irgendwelche verrückten Ideen wie heute. Aber das änderte sich tatsächlich mit der Zeit. Je länger das Spiel ging, desto verrückter wurde diese Gruppe. So nannten sie sich später tatsächlich um in die heiligen Kayaba-Knaben. Der Name allein war schon lächerlich, doch ihre Idee war noch verrückter als alles sonst, was in SAO so herumlief. Deswegen bezeichneten die meisten SAO-Spieler sie auch als einfach nur Spinner. Denn sie waren der festen Meinung, dass Kayaba ein Abgesandter von Gott sei, welcher uns in den heiligen Garten Eden geführt hatte. Nach der Theorie sei Kayaba, ähnlich wie Jesus, ein Gesandter von Gott, welcher den Menschen noch einmal die Chance geben sollte, den Garten Eden betreten zu dürfen. Und Kayaba sollte den Garten Eden erstellen. Danach bekam Kayaba von Gott eine Liste von 10.000 Menschen, welche als Auserwählte von Gott diesen Garten betreten durften. Das waren die Spieler, die in Sword Art Online gefangen genommen wurden. So waren sie der Meinung, dass es ein Fehler sei, Sword Art Online zu verlassen, denn Kayaba hätte absichtlich diese Monster platziert, damit auch niemand diesen heiligen Ort verlassen kann. Ein Beweis für ihre Theorie hatten sie auch,
denn das Schloss Eingrad schwebt im Himmel. Und somit war man Gott am nächsten. Und der Tod hier würde bedeuten, dass man in die Hölle kommen würde. Denn man hatte als Spieler den Garten Eden versucht zu verlassen. Und als Strafe müsste man in die Hölle. Es sei unbedingt notwendig, alle Spieler davon abzubringen, das Spiel zu beenden. Eine komplett verrückte Geschichte. Aber je länger das Spiel ging, desto mehr Leute glaubten den Worten der Leute. Besonders nach der 75. Ebene nahm ihre Mitgliederzahl extrem zu. Das lag an einer weiteren Theorie, die sie selbst entwickelt hatten. Gott würde sehen, dass wir mit aller Macht versuchen würden, das Spiel zu beenden und uns eines Tages bestrafen. So würde Gott vom Himmel herabsteigen und uns peinigen und viele Menschen töten. Unsere Torheit würde bestraft werden. Und dass beim Bosskampf der 75. Ebene viele gestorben waren und Kai aber, aus der Sicht von HKK, ein Abgesandter von Gott, sich zu erkennen gab, zeigten sie, dass ihre Prophezeiung sei wahr geworden. Kai aber hätte sich zu erkennen gegeben und uns für unsere Torheit bestraft. Und Koru sah man als Heilige an, denn sie hatte den Segen von Gott erhalten und wurde für ihre Tat heilig gesprochen worden. Dadurch, dass die Theorie angeblich bestätigt wurde, sahen sie sich im Recht. Und bei einigen gab es ein Umdenken und traten der verrückten Gruppe bei. An diesem Morgen, als sie auf mich warteten, fragten sie mich, ob ich weiterhin vorhabe, das Spiel zu beenden. Da ich nicht wollte, dass sie meine wahre Absicht wissen sollten, sagte ich ihnen, ich habe vor, dieses Spiel zu beenden und Kayaba zu besiegen. Nachdem ich dies sagte, schauten sie mich mit einem Schrecken an und versuchten mir weiszumachen, es sei ein Fehler, dieses Spiel zu beenden, so würde ich angeblich einfach immer noch nicht erkennen, dass dies ein heiliges Land sei. Es sei unvernünftig, dieses heilige Land zu verlassen. So seien wir doch die Auserwählten, die bestimmt wurden, dieses magische Land betreten zu dürfen. So seien wir die neuen Adams und Evas dieser Welt. Und wir sollten lieber dankbar sein für diese wundervolle Welt. Und sie nicht mit Füßen treten, denn das sei der falsche Weg, das Spiel zu beenden zu wollen. Ich machte ihnen klar, dass es für mich nur das Beenden des Spiels eine wichtige Rolle sei. Da diese Gruppe mittlerweile sehr viel Zuspruch bekam, wäre es unklug von mir jetzt gewesen, diese Leute auch noch anzuschreien. Besonders in meiner Situation. Ich versuchte sie einfach zu ignorieren und teleportierte mich weg von ihnen, von diesem Ort. Dort, wo ich Slika treffen wollte. Nachdem ich sie ignorierte, teleportierte ich mich zur 43. Ebene. Selika und ich hatten uns darauf geeinigt, dass wir uns auf der Ebene treffen, um alles weitere zu besprechen. Wir wollten uns in einem Gasthaus treffen, wo Selika zurzeit wohnte, denn sie selbst besaß nicht genug Geld, um sich ein eigenes Haus zu kaufen. Also entschied sie auf 43. Ebene ihr Lager in einer Herberge aufzuschlagen. Im Gasthaus, wo sie schon lange wohnte, gab es angeblich immer leckeres Essen, was ein Grund dafür war, dass sie weiterhin dort lebte. Nachdem ich das Gasthaus betrat, sah ich Selika auch schon. Sie saß an einem Tisch und hatte sich einen Käsekuchen bestellt. Einen ganzen Kuchen. Sie war gerade dabei, ihn zu essen. Während sie den Kuchen aß, sah sie extrem glücklich aus. Ihr schien der Kuchen sehr gut zu schmecken. Ihr Gesicht sah genauso aus wie ein kleines Kind, welches am 24. Dezember seinen Wunsch geschenkt bekam. So glücklich sah Selika aus.
Ich sah, wie Pina neben ihr saß. Naja, eigentlich saß sie nicht. Sie hatte sich zusammengerollt und hielt ein kleines Schläfchen. Silika war berühmt für ihren gefiederten kleinen hellblauen Drachen. Es gab nicht viele Monsterzähmer in SAO. Noch dazu waren diese gefiederten Drachen extrem selten. Es war fast wie ein Sechser im Lotto, das Silika Pina erhalten hatte. Hinzu kam auch noch, dass Pina im Grunde aufgrund ihres Gesichtes und ihren schwarzen Kulleraugen extrem niedlich war. Dass Pina auch noch im Kampf extrem nützlich war, machte die Sache für Silika nicht gerade einfacher. Denn jeder wollte wissen, wie Silika das gemacht hatte. Auch ich musste zugeben, dass ich Pinas Erscheinung sehr niedlich fand. Aber zurück zum Thema zu kommen. Als ich Silika sah, ging ich zu ihr hin und begrüßte sie freundlich und entschuldigte mich für mein zu spät kommen. Denn ich war am Ende doch circa 10 Minuten zu spät gekommen. Doch Silika, welche immer noch das Stück Käsekuchen im Mund hatte und genüsslich darauf herumkaute, bemerkte mich gar nicht. Ich sah nur in ein glückliches und zufriedenes Gesicht, welches sich freute, diesen Kuchen essen zu können. Obwohl sich Silika einen ganzen Kuchen bestellt hatte, war nur noch ein Stück da gewesen. Wahrscheinlich hatte sie für unser Treffen bestellt und am Ende konnte sie den Duft des Kuchens nicht widerstehen und es hieß 1:0 für den Kuchen. Zum Glück konnte man in diesem Spiel keine Funde zunehmen. In der realen Welt hätte sich das mit Sicherheit auf Silikas Gewicht ausgewirkt. Da aber Silika ein kleines, dünnes Mädchen war, hätte ihr das vielleicht auch gut getan, damit sie nicht vom Wind weggeweht werden konnte. Etwas verwirrt setzte ich mich gegenüber von Silika hin und betrachtete ein wenig das genüssliche Kauen von ihr. Irgendwann war aber der Kuchen endlich vollständig gekaut und genossen. Und Silika schluckte das Stück hinunter, damit ihr Magen auch mal ein bisschen Arbeit bekam. Als Silika sich auf das letzte Stück stürzen wollte, bemerkte sie mich endlich. Mit einem kurzen "Jo", gab ich mich erkenntlich. Ihre ganze Freude über den Kuchen verschwand aus ihrem Gesicht und sie wurde sehr überrascht, mich zu sehen und lief erneut rot an und entschuldigte sich für ihr Verhalten. Ich hingegen fand die ganze Sache eher lustig und lächelte und beruhigte sie. Sie bot mir im Zuge dessen ihr letztes Stück Kuchen an. Da ich aber zuvor gut gefrühstückt hatte, lehnte ich ihr Angebot dankend ab. Nach dieser etwas seltsamen Situation für uns beide konnten wir uns nun endlich auf die wichtige Aufgabe konzentrieren, die Zusammenarbeit auf der 76. Ebene. Es war schon bekannt, dass diese Ebene eine Waldebene sein würde und wir stellten uns einen guten Plan zusammen, wie wir zusammen agieren wollten. Um 10.30 Uhr hatten wir unsere Lagebesprechung zu Ende gebracht und gingen zusammen auf die 76. Ebene. Für Silika und mich war es das erste Mal, dass wir auf dieser Ebene ankamen. Tatsächlich war diese Ebene eine Waldebene. Es standen vor allem viele Laubbäume in der Gegend herum. Und ich wusste, es würde nicht einfach sein, hier zu kämpfen. Dennoch waren wir beide sehr motiviert und stürzten uns ins Gefecht. Silika, Pina und ich. Die Kämpfe, die wir bestritten, liefen immer gleich ab. Ich stand meistens vorn, um die Aggro der Monster zu bekommen. Silika war als Supporterin eingeteilt, um mich zu unterstützen und gleichzeitig aufgrund ihres schwachen Levels immer in Deckung zu sein, damit sie immer genug heilen konnte und nicht zu viel Schaden zu bekommen. Zum Glück wurden unsere Erfahrungspunkte nach dem Kampf immer gut aufgeteilt. Mit einer Einstellung, welche wir machten, bekam jeder 50-50 an Erfahrung. Eigentlich war es sonst so, dass jeder so viele Erfahrungen bekam, wie er auch geleistet hatte. Eigentlich ein gerechtes System, aber da unser Ziel war, schwache Spieler schnell hochzuleveln, war diese Einstellung durchaus sinnvoll zu nutzen, um die Erfahrung auf 50-50 zu stellen. Nach etwa 5 Stunden war der Erfolg schon zu sehen.
Silica war 3 Level aufgestiegen und ich hatte gerade mal ein 1/5 Level gemacht. Das Levelsystem in SAO war extrem hart gewesen und man musste extrem lange und viel kämpfen, um ein Level aufsteigen zu können. Auch wenn meine Erfahrungspunkte ein schlechter Witz waren, war ich dennoch sehr glücklich. Auf der einen Seite konnte ich endlich wieder kämpfen und auf der anderen Seite konnte ich Silica dadurch sehr froh machen. Es waren für mich schwere Kämpfe, besonders weil ich immer vorne stand und den Schaden für Silica absorbieren musste. Auch wenn der Switch mit Silica gut funktionierte, so war es doch anders als mit Kuaru. So spürte ich nicht ihr Herzschlag oder hatte das Gefühl, mit ihr zu verschmelzen. Es war ein anderes Kämpfen als zuvor, doch ich wusste, dass es nicht einfach werden würde. Silica und ich stapften weiter durch den Wald, als ich plötzlich ein sehr lautes Grummeln vernahm. Es hörte sich an wie ein großer Bär. Ich machte mich bereit für den Kampf und signalisierte das auch Silica. Ich versuchte den Bären oder das Monster, das dieses Geräusch von sich gab, zu lokalisieren. Doch trotz meines hohen Ausspürskill konnte ich es nicht entdecken. Und ich wurde ein wenig nervös. Und schon wieder hörte ich dieses laute Grummeln. Ich fragte Silica, ob sie das Monster sehen könnte. Sie stand direkt hinter mir. Als ich keine Antwort bekam, drehte ich mich zu ihr hin. Anstatt in einer Kampfposition zu sein, stand sie mit einem hochroten Gesicht in der Gegend herum und hielt ihre kleinen Fingerchen vor ihrem Bauch. Mittlerweile glaubte ich, dass dieses Rotwerden von Silica bei ihr normal sei. Sei es gestern, dort wurde sie rot. Und heute war sie schon zum zweiten Mal rot geworden. Vielleicht war es irgendeine Art Krankheit von ihr? Auf jeden Fall sprach ich sie an, wieso sie nicht in einer Kampfposition ist. Und plötzlich hörte man dieses laute Grummeln erneut. Nun wusste ich, dass dieses Geräusch nicht von einem Bärenmonster kam, sondern von Silicas Magen. Sie hatte Hunger bekommen. Ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen. Daraufhin antwortete Silica etwas genervt. Hey, hör auf damit! Das ist nicht komisch, verstanden? Auch in Pinas Geräusch konnte ich eine Art Lachen heraushören. Ich versuchte, die Sache etwas zu beschwichtigen. Wenn du Hunger hast, musst du mir das sagen. Ja, da hast du vielleicht recht, sagte Silica etwas schüchtern. Wir suchten uns eine sichere Zone. Zum Glück fanden wir ein schattiges Plätzchen unter einem Baum und wir setzten uns auf eine große Decke, welche ich dabei hatte. In der realen Welt war es eigentlich zu diesem Zeitpunkt eigentlich Winter, aber auf der Ebene, in der wir uns befanden, gab es eine wunderschöne frühlingshafte Atmosphäre und die Sonne am Horizont sorgte für ein schönes Wetter. Es war für mich ungewohnt, plötzlich eine Pause zu machen, um etwas zu essen. Da Kuaru und ich Hardcore-Gamer waren, levelten wir die ganze Zeit, ohne Pause zu machen. Manchmal sogar 10 bis 14 Stunden am Stück. Deshalb frühstückten wir immer sehr, sehr gut und gingen zum Abend aus in ein Restaurant. Was leider zur Folge hatte, dass unsere beiden Kochskills nicht wirklich sehr hoch waren. So, liebe Freunde, das war's denn auch mit dieser Folge von Sword Art Online Integral Factor. Nächste Woche geht's nicht weiter mit meiner Fanstory, denn wir sind jetzt mit allen Quests durch auf dieser 12. Ebene und machen sozusagen nächste Woche im Grunde genommen den Bosskampf der 12. Ebene. Eine Woche später geht's dann endlich weiter mit meiner Sword Art Online Integral Factor Fanstory Teil 8. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Abonniert, um kein Video mehr zu verpassen und wir sehen uns dann, wie gesagt, in der nächsten Folge. Bis dann und ciao, euer Flui.